Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Stuttgart zu unserem Webinar Frontend-Tool-Auswahl schnell und einfach durchgeführt. Da wollen wir mal Einblicke geben, wie wir gemeinsam mit unseren Kunden bisher bei der Tool-Auswahl im Frontend vorgegangen sind, was so unsere Erfahrungen waren. Die wollen wir heute mit Ihnen teilen. Jetzt wollen wir aber wirklich mal mit starten. Wie gehen wir denn vor? Also was ist so unser Prozess? Was sind die Schritte, die wir da gehen? Wir beginnen mit einem Workshop zur Anforderungsaufnahme. Das ist nicht so überraschend, dass wir damit starten. Vorab sind natürlich schon einige Gespräche geführt worden, um herauszufinden, was sind denn die Teilnehmerkreise, was ist genau das Ziel, um auch das Unternehmen kennenzulernen. Wenn wir schon eine langjährige Beziehung haben, ist das natürlich an verschiedenen Stellen einfacher, aber so ein Stück weit erstmal diesen Status quo zu ermitteln, um dann auch zu sagen, okay, wir haben jetzt als Teilnehmer Controlling, BI, Marketing, Logistik, was auch immer, und wie teilen wir die denn ein? Wenn wir das Ganze dann dokumentiert haben, das ist für uns auch irgendwie wieder sehr, sehr wichtig. Wir haben uns so ein Fünf-Sterne-Schema auch überlegt. Die verschiedenen Kategorien oder einige davon gehen wir nachher auch nochmal durch, dass Sie da so ein Gefühl für bekommen. Was klopfen wir da ab? Und dann machen wir da so ein gewisses Rating von 0 bis 5 Sternen. Welche Begrifflichkeiten sind da gefallen? Wo sind die besonderen Needs? Was war vielleicht auch beim Vorgängertool schlecht? Oder wo hat man denn auch Erfahrungen schon gesammelt, die vielleicht nicht so positiv waren, dass man das in jedem Fall berücksichtigt? Wenn wir uns diese ganzen Tools dann angeschaut haben mit den Herstellern in deren Cases, dann ist es natürlich so, jetzt muss es Richtung POC gehen, also wirklich live das Ding dann mit den eigenen Daten umzusetzen. Deswegen haben wir dann meist nochmal einen Workshop, wo wir das Ganze dann die Erfahrungen, die wir aus den Präsentationen gezogen haben, eben nochmal einzugrenzen auf, ich sag mal, ja, 2 bis 3 Tools, mit denen man dann wirklich auch in den POC gehen kann. Dann, ja, ist das ganze Ding dann auch abgeschlossen und es geht für die Implementierung los. Da ist natürlich dann auch wieder die Sache, ja, was ist da noch an Schulung notwendig? Oftmals gehen wir dann auch mit dem Thema Change rein, um zu sagen, naja, jetzt haben wir dieses neue Tool, da müssen wir auch diese Vorzüge dieses Tools und Möglichkeiten kommunizieren oder auch das Ganze, was wir damit noch geplant haben, was ist so unsere Roadmap dahingehend oder auch mal sehr schnelle Prototypen umzusetzen. Das ist natürlich immer wieder, was da so mit reinfließen kann oder auch nochmal Konzepte für die Dashboards, für die mobilen Konzepte oder auch fürs Information Design. Wie weit ist da das Unternehmen eigentlich schon fortgeschritten? Also plane ich es perspektivisch, plane ich es gar nicht, habe ich es schon komplett integriert? Themen wie Predictive, habe ich echte Big Data Anwendungen, muss ich in diese Visualisierung auch A oder ähnliches oder weitere Algorithmen integrieren können. Das sind natürlich dann schon Fragen, die dann auch irgendwo den Abbieger links oder rechts setzen können. Dazu die Usergruppen, das ist natürlich dann auch später für die, wer hat welche Rechte, was möchte das Top-Management, was möchte Corporate Controlling, welcher Empfänger wird mit genau welchen Informationen gefüttert, dass man da halt auch, wie gesagt, diese Struktur, die man sich möglicherweise ja auch schon in den Konzepten niedergeschrieben hat, dass man die da auch problemlos integrieren kann. Das Thema Governance spielt da auch so ein Stück weit, also wie ist die Security im Reporting aufgesetzt, wie sensibel sind die Daten, wie geht man damit um, hat man so ein bisschen einen Open Company-Ansatz, dass wirklich alle auf die Zahlen zugreifen dürfen und alles sehr, sehr transparent dargestellt wird. Oder was ist uns besonders wichtig, was ist uns weniger wichtig, eben mit diesen 0 bis 5 Sternen dann zu belegen. Natürlich, so wie wir das vorhin gesehen haben, kann man dann auch nochmal in die Details abspringen und dann wirklich genau sehen, wie hat sich das verteilt? Was waren die Begründungen, warum wir uns für 4 oder für 5 Sterne entschieden haben? Und dann hier, das ist jetzt schon ziemlich am Ende, gibt es dann auch für die einzelnen Tools dann nochmal die Bewertungen. Und so robbt man sich dann immer mehr ran, bis man am Ende des Tages die Entscheidung, das ist jetzt nochmal so eine Zwischenfolie gewesen, oder dann auch wirklich, wenn es dann auch dahin gehen soll, das war jetzt die Entscheidung aus 4.